Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, Vlog 235. Übrigens, dass es so ausguckt, das hat meine Tochter gesagt, dass wir es so machen müssen. Also insofern, also beim letzten Vlog, den könnt ihr nochmal gucken, 234, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und insofern wünsche ich euch viel Spaß diese Woche. Bis dann! Zusammen. Also ihr seht schon, ich habe den Schweißhelm auf. Wir machen erstmal Reparatur diese Woche und zwar von einer Schaufel, die Liebe braucht. Die ist halt auch schon alt. Aber jetzt hat 6, 7, 8.000 Euro für eine neue Schaufel, habe ich auch keinen Bock drauf. Ne? Also flicken wir da halt noch ein bisschen rum, bis irgendwann mal ein bisschen mehr Geld da ist. Es ist einfach überall das Gleiche. Man muss ein bisschen aktuelles Geld zusammenhalten. Die, die einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, die werden das merken aktuell, glaube ich. Ist aber nur mein Eindruck. Also wir schweißen jetzt da mal ein bisschen zu, dann heben wir es an, schleifen nochmal überwiegend nach und dann werden die ganzen Dinger zugeschweißt. Also bis gleich. So, sollen wir es wagen? Vielleicht knackt es jetzt gleich wieder auf. So, ich suche schon wieder Material und jetzt zeige ich euch, wo ganz oft Material von mir gelagert ist, weil es halt ein wichtiger Monteur braucht.
Alter, was? Unglaublich, unglaublich. So, wo hat er jetzt den Vorschlaghammer? Da hat er vom Opa gekriegt. Irgendwo muss der Vorschlaghammer sein. Es ist unglaublich. Unglaublich, der Typ. Der Erik legt sich alles aufs Lager. Der hat ungefähr 10 Kilo Nägel drin. Hauptsache, er kann sie irgendwo reinkloppen. So, den muss man auch wieder anschweißen. Heide, zacken. Die Schaufel hat schon 30 Kilo Schweiß dran gesehen, glaube ich. Also, ich suche jetzt mal meinen Klumpzahn und dann bin ich wieder da. So, jetzt sind wir es hoch, schleifen alles, verstärken das Ganze. Ist natürlich scheiße, die Schaufel ist einfach schon fertig. Ne? Was müssen wir machen? So, guten Morgen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wieder reingehen und Kaffee trinken. Also, nachdem wir gestern Schaufel geschweißt haben, alles gut, bababa. Komme ich raus heute? Ich hänge jetzt nämlich schon in der Leitung. Make-Roboter ausgewiesen seit der Nacht um 1, warum auch immer, das weiß ich, weil Holz eingezwickt war. Dann ist weitergegangen, Führungsroboter hat sich halt nicht in Betrieb gesetzt, weil man ja keine Netzwerkverbindung hat, ne? Beziehungsweise weil er die Verbindung nicht hergestellt hat, warum auch immer. Ich verstehe es nicht, egal. Also, auf jeden Fall, alle Roboter schön außer Betrieb. Mega. Mega, mega. Regt mich das auf, ey. Und das Schlimmste ist, kein Alarm durchgegangen, weil er anscheinend keine Netzwerkverbindung hat. Warum? So, heute läuft es ja wieder. Also, der läuft auf jeden Fall wieder. Hat sich nur Holz dahinter gelegt. Und die Fütterungstroller läuft auch wieder. Und ich gehe jetzt Pakete backen. Die Milch ist mistig gelaufen heute. Irgendwie haben wir eine neue Packung oder eine neue Charge für die Packungen wieder angefangen. Jetzt kannst du wieder anfangen, irgendwas zu verstellen. Ich glaube, ich fülle bloß noch einmal Milch ab, Ende Gelände. Keine Tetrapacks mehr. Riecht mich auf. Oder ich baue mir irgendwie eine Abfüllung, wo wir Glasflaschen abfüllen. Ich muss mal die Milch irgendwie teurer machen, keine Ahnung. Aber so wie heute langweilt mich das einfach, das geht nicht. So ein Rotz manchmal. Das passt übrigens zum Video von gestern, höchste was scheiße ist. Also. Ach halt, ich brauche jetzt noch Material von der Pia und dann geht's da los. Bis gleich. So, jetzt halt. Hoffe ich, dass es funktioniert. Da musst du schon manchmal echt den Kopf zusammennehmen. Weil zu viel gleichzeitig auf ein Eiber das ist. Ist ja nicht so, dass wir wenig wegschaffen. Wir haben jetzt heute ungefähr eine Tonne Joghurt abgefüllt, also auf einen Eimer. Mein Großgebinde brauche ich nicht erzählen, da ist natürlich nicht so viel Ertrag wie beim Tetrapack. Also die Bauern rechnen ja immer ganz so Umsatz gleich Gewinn, ne? insofern kann ich mich da beruhigen, ich bin noch kein Millionär.
2-1, schub das Handy wieder. So, wo wir stehen geblieben? Ja, wir schaffen ja echt viel weg da, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt aktuell schon mit den goldenen Wasserhähnen tanze, ne? Das ist halt gerade schon noch eine relativ anstrengende Phase, weil halt immer mal wieder irgendwas ist, ja. Man kriegt das schon alles gebacken, gar kein Thema, aber es ist halt trotzdem, die Arbeit ist die fünfte Woche durch oder so. Es ist ja nicht so, dass mir das keinen Spaß macht und wir das würden, ne? Aber es ist trotzdem immer so, dass du schon manchmal echt auf Anschlag gehst. So, also jetzt hoffe ich, dass wir auf Kurs sind. Jetzt ist der Schlepper auch draußen. Manchmal denkst du dir echt, für was machst du die ganze Scheiße da? Das denke ich mir mal ernsthaft. Es wird ja null gedankt. Bei den Gegnern bist du der Kursverbrecher, die Politik, und das ist ein Scheißdreck. Die schaut eh bloß, dass sie in der eigenen Tasche rumwirtschaftet. So, ich muss kurz gucken, haben wir da Eis? Oh, haben wir Eis. Wo war das? Da war's. Was ist das für eine Nummer? Nach Mark Gröningen. Zu Matthias. Schon ganz blöd. Ich hoffe nur, dass der Zeitpunkt mal kommt, wo die Leute auf die Straße gehen und nichts mehr zu essen haben, weil wir uns so blöd behandeln haben lassen von der aktuellen Politik. Die meinen, sie verbessern hier alles und das Einzige, was sie machen, ist verschlimmbessern. Also, ich habe es glaube ich öfters gesagt, ich bin jetzt kein Putin-Anhänger, ne? Aber wenn Putin unser einziger oder ein Hauptgasversorger ist, ja, dann würde ich jetzt nicht hergehen und sagen, ey, Arschloch. Sondern ich würde mir mal zusammenreißen. Und mit Deindustrialisierung hat es noch kein Volk lang geschafft. Weil irgendwann werden wir halt dann die
Empfänger sein, wenn es noch was gibt, weil zu verteilen, weil ich habe bis jetzt halt immer gesehen, die anderen Länder sind jetzt dumm wie mir. Die schauen als erst Irland passt und dann das andere. Und ich bin da weder rechts noch irgendwas anderes, sondern wenn du zu viel hilfst und selber nichts mehr hast, was du verteilen kannst, dann ist es halt rum. Ne? Blöde Situation, ist aber so. Müssten die unsere grünen Politiker auch schon lange kapiert haben. Aber solange man Geld drucken kann, ohne dass es was kostet, außer so ein bisschen Inflation. Dann ist es halt nichts. So, das ist schon so ein elendiger Mega-Block, ne? Aber irgendwann muss das Scheiße halt raus. Also ich hab's ja immer noch, der Stefan Hauer, der macht immer nicht, ne? Ich hab's ihm ja schon nochmal angeboten. Aber irgendwie zieht er nicht so ganz. Er hat mir ja schon angeboten, dass er meinen Betrieb übernimmt. Aber irgendwie macht er nicht. Ich sage ja immer, ich würde es wirklich, das ganze Projekt jetzt so, wie wir es jetzt gerade machen und wie wir es gerade haben, ich würde es fast genauso wieder machen. Allerdings nicht mehr in Deutschland, das sage ich euch auch. Da ist so viel Regularium außenrum und ich will eigentlich einfach nur gute Lebensmittel produzieren. Mehr will ich ja eigentlich nicht. Aber das wird mir mal echt schwierig. So, was haben wir denn? 67. Sag mal, Corona. So geil, eigene Stempel. Das macht mir dann wieder Spaß, das macht mir wirklich Spaß, hey. So, wo ist der Matthias? Wo haben wir den? Da haben wir ihn. 7 Kilo, ich glaube, da haben wir so ein Bado beim Gewicht. So, dann haben wir gleich den. Ach, Etzer, ich hab schon gedacht, alles voll. Aber meine Mutter hat es intelligent gemacht, dass er nicht so bucken muss. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Na, das geht. So, jetzt müssen wir das schicken noch, weil wir haben jetzt dann noch einen Gott sei Dank Online-Termin. Und zwar. Kann ich gar nicht so viel sagen. Mit einem großen Caterer, der einen einigermaßen bekannten Fußballclub versorgt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also wir sind gespannt. Ich habe keinen Plan. Wie das wohl endet? Wir sind jetzt gerade schon ein bisschen überlegen, also heute haben wir ja absolute Milchknappheit. Ich kann mir jetzt auch noch gedost ein bisschen Zeit lassen zum Packen, weil Nicole, unsere Fahrerin, kann eh noch nicht weiter, weil wir noch keine Milch haben.
Also, ich fülle heute das zweite Mal Milch ab. Jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, wie wir das Problem denn lösen. Ne? Dass wir da am Schluss genug Milch haben. So weit umgestempelt. Ah, das ist nicht schön. So, haben wir das was vergessen? Nach Gummersbach. Alter Leute, wo seid ihr denn her? Den haben wir schon da. Der Jan. Der Pfeil. So, da haben wir. Ich darf immer nicht alle Namen sagen, was sonst sagt ihr, ey, spinnt er. So, weil ihr ja von uns aber Pakete kriegt, habe ich jetzt mal ein Paket für euch gekriegt. Ich lese euch das dann oben vor. Sau cool mit, mit Kartoffeln aus Cuxhaven. Ne, Cuxhaven? Cuxhaven ist ein Schmarrn. Bremerhaven. Das ist der Cuxland Agrar. Also nicht direkt vom Lukas, sondern. Vom An. Alter, das war jetzt nicht schön. Na, eben. Was ist denn das für Aslerstempel? Hallo? Ah, Alter! So, jetzt aber. Ja, wenn schon, denn schon, hey. So. Wo haben wir den Jan? Weiter hinten. So, wo geht's weiter? Machen wir gleich da weiter. Wie geht das hin? Walzbachtal. Ey, ich glaube, da hätte ich es fast hinliefern können. Ich muss nämlich von draußen. Schauen wir jetzt. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das die Woche mache. Hast du so viel Eis bestellt? Ne, geht eigentlich. 6, 7, 6, 6. Noch zweimal. Jetzt muss ich wieder schauen. Weil wenn es zwei Eis sind, also so, es gibt so eine gewisse Menge, die gehen in die kleinen Kisten, tipptopp rein und dann wird es ja gequetscht, dann kommt es immer so geil an. Genau. Ach ja. Jetzt nochmal ein kleiner Hinweis in eurer Sache. Also wir haben jetzt zwei Pakete dabei gehabt, die sind nicht angekommen, die sind zurückgekommen. Und zwar, weil es nicht angenommen wurde. Also, das ist ja kein Problem. Geht's her und macht eine Abstellgenehmigung. Ihr kriegt, wenn ihr bestellt, normalerweise eine E-Mail. Also wenn ihr eure E-Mail korrekt angebt, dann kriegt ihr eine E-Mail. Also schaut auch immer drauf, dass die Adressangaben passen. Das ist echt wichtig. Da kriegt ihr dann eine Mail und dann könnt ihr von UBS könnt ihr eine Abstellgenehmigung erteilen. Und wenn ihr das wollt, könnt ihr auch eine Dauerabstellgenehmigung machen. Ja? Die Problematik ist nämlich, wenn ihr Eis bestellt, dann kommt es normal am nächsten Tag an. Wenn ihr es aber nicht annimmt, dann haben wir vielleicht noch eine Chance, dass es irgendwo abstellen. Wenn ihr das aber zurückschicken, dann ist es scheiße. Ja? Also, weil ich habe am Anfang das hab ich gemacht, habe die Kosten getragen, jetzt sage ich es mittlerweile nicht mehr, weil es wird mal, das haut nicht hin, ja. Das müsst ihr auch verstehen, oder ich hoffe, ihr versteht es. Also guckt drauf, dass die Adressen richtig sind. Und dass ihr natürlich da seid in dem Moment oder eine Abstellgenehmigung für UBS hat. Weil wenn ihr eine habt, dann machen die vielleicht nochmal Folgendes und schmeißen es zwar hin. Aber wir wissen ja mittlerweile, das hält es auch aus. Und dann habt ihr abends entspannt, wenn ihr von der Arbeit kommt, euer Material und keiner ist traurig, genau, und muss sich drüber aufregen, dass was nicht ankommt. Deswegen korrekte Adresse, korrekte E-Mail-Adresse, beim Namen könnt ihr schlampern, glaube ich. Ist wirklich so. Ey, wie das geht?
wie der Stempel geht. Ist so geil. So, meine Laune bessert sich. Sag mal, das sieht schon geil aus, oder? Yeah. So. Ja, ich bin halt noch mal verpeilt, ne? Das kann ich euch gar nicht sagen. Was haben wir da noch? Auch wieder Asima Postleitzahl nach Bopfingen. Das wird ein großes Paket, das kann ich euch sagen. Da schauen wir her, was der alles gibt. Der Andreas. Das ist der erste Bestellung. Ich kann mich mit meinem Namen da extrem gut erinnern. Und deswegen hoffe ich, dass du das Paket auch gut kriegst. Jetzt brauchen wir noch das Eis. Lässt der Michael da. So, das sind die letzten von meinen älteren Abschnitte. So, und das scheiß Telefon. Bis gleich. So Freunde, wieso geht ein Alarm nicht, der eigentlich sehr, sehr unproblematisch funktioniert? Es ist ganz einfach. Wenn da der Service da ist und man reißt aus Versehen ein Kabel ab und legt das Kabel dann am besten so hin, dass man es nicht sieht, dann ist das nicht intelligent. Es wäre ja kein Problem, wenn das Kabel bloß abgerissen ist. Kein Thema. Aber dann muss man halt einfach mal die Klappe aufmachen, ey. Geht mir sowas auf die Eier! Ich kann es euch gar nicht sagen. Aber das ist mal wieder das typische Spiel. Echt jetzt? Ein Kabel zu wenig. Leck mich doch am Arsch. Mal schauen, wo es oben eingeklemmt ist. Welche das wir überhaupt brauchen? So. Wir werden wahrscheinlich alle, ha? Legen wir alle auf, meine Herren. Oh Leute, ey. Ich hab's gerade sowas von die Faxen dicke. Mit so einer Scheiße. Passieren kann immer was, gar kein Thema. Aber dann einfach mal das Maul aufmachen. Und deswegen habe ich jetzt heute den ganzen Tag Scheißlaune. Wirklich Scheißlaune. Weil wenn ihr Milch braucht und habt keine, ja, dann ist es einfach Rotze. So. Das, was ich in Zukunft mache, nur noch so Hausmeister. Hausmeister mache ich. Habe einen lockeren Job. Braucht man nichts überlegen. Düdel ein wenig Leitung zusammen. So, und in ein paar Minuten schält mein Handy wieder.
Wird mal. Alter, und dann kommen solche Sachen raus, wie heute, was Dobber Gras schreibt. Wenn so, da könnte ich die Wand hoch. Die EU? Also, nee, die, wie heißt sie? Ich kann es mir schon gar nicht merken. Ich kann mir den Saftladenverein schon gar nicht merken. Also der... Die, eine europäische Bürgerinitiative hat jetzt für sich beschlossen, dass wir 2035 ein totales Pflanzenschutzmittelverbot machen. Jetzt frage ich euch, wo kommt denn da das ganze Zeug dann her? Also wo kommen dann, wo kommt die Menge an Lebensmitteln her, damit wir uns selbst versorgen können? Wer entscheidet denn dann, wer was bekommt? Wollt ihr das ernsthaft? Denkt ihr eigentlich ernsthaft mal drüber nach? Was ihr da verzapft manchmal? Alter, ich könnte heute echt... Wo sind eigentlich die ganzen Irren, wenn man sie mal braucht? Da ist wieder keiner da, aber naja. Was reg ich mich eigentlich auf? Das Einfachste wäre, wir machen den Laden zu, verkaufen das jetzt, wo wir noch ein Geld kriegen dafür und lassen uns dann richtig gepflegt am Arsch lecken. Vorher dreht man aber noch aus der Kirche aus, weil die Kirchensteuer, das sehe ich gar nicht ein. Ey. Ah, nächster Aufreger, geil. Ich komme von einem ins andere. Also ich bin ein gläubiger Mensch, ja. Aber was die Kirche da schon wieder manchmal verzapft, das hätte Gott nicht gewollt, oder wie war das? Ich manchmal glaube ich, ich spinne echt. Also in der Zeit, wo Facebook und so, manchmal kriege ich schon auch nur diese Scheiße angezeigt, ja. Da wäre das gar... Leb ich ruhiger. So. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Da müssen wir noch eine Klemme drauf machen. Weil nicht, dass wir dann wieder suchen. Also, so, also, wenn euch auch die Mega-Videos noch taugen, dann wie immer abonniert den Kanal! Genau! Ja! So, also, die Schaufel geht wieder. Okay, Fenster sind neu geputzt. Die Laune ist auch wieder ein bisschen besser. Aufnehmen können, was ihr wollt, es wäre halt nur noch meckerig geworden, ja, aber okay. Jetzt habe ich mal noch ein paar Fragen an euch, so grundsätzlicher Art, und zwar, es haben ja etliche von euch schon einen Online-Shop in meinem Online-Shop bestellt, oder in unserem Online-Shop bestellt. Ja, erstmal herzlichen Dank dafür, aber schreibt mir doch mal rein, was ihr noch verbessern würdet. Was ihr ungeil findet oder wo auch Fehler sind, weil es ist ja so, ich bestelle ja nicht im eigenen Shop. Ich müsste es ja irgendwie mal ausprobieren. Was heißt ausprobieren? Die Problematik ist, ich bin ja an diese Umgebung saumäßig gewohnt, weil ich da drin ja arbeite und mir fallen Sachen einfach immer auf. Das heißt, ich bin saumäßig betriebsblind. Also es wäre geil, wenn ihr mir entweder eine kurze E-Mail, wenn ihr es nicht öffentlich schreiben wollt, schreibt oder das einfach mal in die Kommentare reinschreibt, was ihr gut findet oder was ihr schlecht findet. Genau. Das war Nummer 1. Ich kündige ja seit Wochen an, dass es jetzt bald die Sonderkäse-Sorten bzw. die Sonderkäse-Boxen gibt. Mir fehlt es einfach schlicht ergreifend an Zeit, das noch mehr umzusetzen bzw. online zu kriegen. Wir haben jetzt mal ein bisschen Käsebilder gemacht mit unserem runden Käse. Und da ist meine Überlegung, den so zu vierteln, die 4 Sorten reinmachen. Unser Messer dazu, genau, so sind die Grundsachen schon mal, aber es scheitert manchmal echt an Kleinigkeiten bei uns. Ja, und für so Sachen wie da eine große Agentur einschalten, da fehlt es einfach manchmal auch am Kleingeld, das ist wirklich so. Das ist ja, es klingt jetzt so, als würden wir am Hungertuch nagen, nee, das tun wir nicht, aber es sind halt so viele Sachen eher zu bedienen, als sowas zu machen.
Also wenn man mal ganz ehrlich ist, habe ich das in dem Video schon gesagt? Nee, ich weiß es gerade nicht. Es ist ja so, die Bank will ihr Geld, die Mitarbeiter wollen ihr Geld. Das muss auch alles verdient sein und umgesetzt sein. Bei mir sind es immer diese regionalen Wertschöpfungskreisläufe, hoffe ich doch, dass wir ganz gut hinkriegen. Aber das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Weil da halt auch viele, viele Sachen sind, die... Also fangen wir mal an mit Produzenten von den Bechern, ja. Diese Produzenten, da gibt es nicht viele. Da gibt es nur ein paar kleine. Da sind wir jetzt bei einem aus... Boah, wo ist der? Wo ist jetzt noch die Bank? Ja, wir haben ja mehrere. Das ist ja das Schlimme. Eisbecher. Es ist so weitläufig, diese Sache, wie du was in diese Richtung machen kannst. Ne? Und du kannst ja nicht ständig wechseln. Also, weil das kostet ja, dieses Anlegen kostet ja Geld. Dann wollen die alle natürlich Vorkasse. Und es ist ja so, ich lege mir da was aufs Lager und dann geht vielleicht auch sowas gar nicht. Ne? Also wir sind ja jetzt an einer Sache. Ach, da wäre auch noch geil, wenn ich euer Feedback bekommen würde. Wir sind jetzt gerade an einer Sache dran. Wir machen jetzt einen Standardbecher und machen dann die ganze Deklaration oder Zusatzdeklaration auf die Platine oben drauf. Also das heißt auf die Abdeckung. Und wir wollen uns vielleicht sogar noch den Deckel sparen, wo der Löffel drin ist, und die Löffel zusätzlich auslegen. Weil es gibt ja viele Kunden, die zu uns kommen und die Löffel schon dabei haben. Und die keine dabei haben, die können sich ja da einen ziehen. Aber wir haben dieses grundsätzliche Verdeckeln nicht. Und wir sparen uns dann auch wieder Arbeitskraft an der Eismaschine, die woanders sinnvoller eingesetzt wäre. Und natürlich am Schluss Müll. Ganz einfach, noch weniger Müll. Ah, da kommst du vom Hundertste ins Tausendste und man kann alles noch immer weiter optimieren, aber es ist immer eine Preisfrage. Darum ist es auch, viele verstehen halt nicht, warum wir jetzt nicht mal schnell auf Glas umstellen können. Oder, also weißt du, wir probieren ja da alles, ne? Aber so schnell geht sowas einfach nicht. Was will ich da sagen? Es ist einfach so, ja. Weiter, ich hab einen Track. Ich muss doch auf Tele. Meine Hand, vor lauter Gelaber. Genau. Und jetzt schnell das Telefon. So, jetzt wieder. Jetzt muss ich gar nicht mehr stehen bleiben. Egal. Also, wir probieren sehr, sehr viele Sachen zu machen und auch umzusetzen, aber dieses ganze Handling ist halt auch nicht so einfach. Also, ich habe ja das Know-how, dass ich mir da einen einfachen Glasfüller bauen könnte. Ja, auch kein Thema. Das größere Thema ist, wie integrieren wir das sicher in den Prozess, ins IFS, also in unser Qualitätsmanagement. Weil du darfst ja auch keinen Bruch ausliefern. Ja? Also es ist ja nicht so, dass du sagst, oh, heute mache ich das und dann morgen ist es umgesetzt. Nee, da wollen ja mehrere Leute mit gackern. Ja? Das ist alles nicht ganz so einfach, wie man sich das gemeinhin vorstellt. Und dann fehlen uns natürlich trotz allem, jetzt machen wir wahrscheinlich schon extrem hohe Stückzahlen für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Wir sind halt noch nicht da, dass du sagst, ach, schnell mal 2.500 Euro für so eine Neuanlage. Wir machen ja eine Million Stück von irgendwas. So einfach ist es nicht bei uns. Und das ist halt, ja, das ist einfach immer die Überlegung, die wir da gerade haben. Man weiß ja auch nicht, wie sich das weiterentwickelt, wie sich die Löhne entwickeln, einerseits bei uns, und wie sich dann natürlich das ganze Umfeld entwickelt. Weil wir merken das schon, wir haben zwar den Markt vor der Haustür, also die ganze Stadt könnte bei uns einkaufen. Warte mal, so ist besser. Aber wir müssen auch in der Stadt sehr, sehr viel mehr erklären als vorher. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die so wissend sind, wie jetzt ihr, die den Vlog zum Beispiel guckt, sondern die haben von der Kuh oder allgemein von der Herstellung null Ahnung. Und es ist ja, der den Vlog guckt, der kommt ja auch schon tiefer rein in die Materie, ja? Also wie was ungefähr ein bisschen abgeht, also soweit ich das erkläre. Vielleicht muss ich auch mal die Sachen noch tiefer erklären, das kann auch sein, aber
es ist immer gar nicht so, weil die Gedanken sind ja da, boah, du hast ja da tausend andere Kriegsschauplätze noch, die du beachten musst, womit das Ganze zusammenhängt. Genau, ach so, in diesem Sinn, wenn jemand sich berufen fühlt und in der Produktion oder von der Produktion eine Ahnung hat und eine neue Stelle sucht, in meiner Nähe wohnt, also in der Produktion so ein bisschen meine Tätigkeit übernimmt, also technisches Verständnis solltest haben, du solltest haben ein Gefühl und ein Gespür fürs Lebensmittel, das ist ganz wichtig, finde ich, und dann noch Ahnung von Qualität, also du irgendwo schon mal ja, die Qualität gemacht hast oder zumindest weißt, was es heißt, unter EFS zu arbeiten, dann darfst du dich gerne bei uns bewerben. Und wir haben jetzt da noch keine, wir sind ja so groß oder so klein, also wir haben 6 feste Mitarbeiter und 6 450-Euro-Kräfte, also wir haben noch keine Bewerbungsabteilung, das auch, wenn ab und zu mal so, es kommen ab und zu mal eine Beschwerde-E-Mail, weil irgendwas im Laden nicht gepasst hat oder weil irgendwas am Automaten nicht gepasst hat und dann ist die nicht gleich beantwortet. Ja, manches Gerunde, das gebe ich zu, aber es kommt halt so viel rein, aber dann ist die gleich beantwortet und ja, also wie das denn sein kann, also da, dass ich da nicht reagiere und das ist ja unverschämt. Dann denke ich mir schon mal, Alter, ey, andere haben da ganze Abteilung für. Und bei uns ist halt diese Art von Arbeit liegt bei Steffi und mir. Ne? Also insofern bitte ich das zu entschuldigen, wenn manche Sachen nicht gleich beantwortet werden. Ich habe das schon im Hinterkopf und ich versuche das auch immer zu beantworten. Ja? Aber manchmal geht es einfach nicht. Genau, also in diesem Sinne, schreibt mir kräftig E-Mails oder in die Kommentare. Das würde mich freuen. Kommentar ist besser, ist gut für Algorithmus. Ne? Und ich glaube, es gibt erst im nächsten Video dann die Auswahl zu sehen, weil ich habe jetzt noch eine Führung. Heute eine Führung, morgen eine Führung, also heißt Mittwoch und Donnerstag eine Führung. Und heute, was ich saugeil finde, ist, wir kriegen wieder Milch angeliefert. Und zwar, um im Auftrag zu käsen. Und das ich mag einfach Käsen. Wisst ihr, was vielleicht geil wäre? Der Käse-Livestream. Einfach einen Livestream beim Käsen machen. Wie findet ihr das? Ich find's geil. Aber da muss ich mir mal noch Technik besorgen, die das ableisten kann. Und mir mal ein bisschen angucken, wie das Streamen funktioniert, dass es funktioniert. Also, in diesem Sinne, bis morgen.